to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network, managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech. But you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Wow. Ein paar Dinge möchte ich sagen. Odaka, du kleiner Hacker. Und was wollte ich noch sagen? Ein Time Limit? Ich hasse Zeitlimits. Warum? So eine Scheiße. Dahin, geh doch runter. Ich habe ein Zeitlimit, lauf, Snake. Okay, let's do this. Okay, ich muss erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Bitte bleib liegen. Oh Gott. Also, dass der mich jetzt nicht gesehen hat, finde ich schon übel. Kann ich da runter? Oh, ich kann da wirklich runter. Das ist ja nice. Ja, toll, hier ist nichts. Ach nein, doch, da ist was. Oh, das wusste ich noch gar nicht, dass ich hier runter kann. Und ein App, cool. Schade, dass ich hier noch keinen iPod habe. Also, er meinte ja, er hätte eine App irgendwie drauf installiert. Im Metal Gear Solid 4 hat man den iPod. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay. Ich bin ja gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Ich glaube, hier war ich noch nie. Will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its affairs. I have a daughter. It is my greatest.
greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Wenn die jetzt wieder. Los! Oh fuck, ich wusste, dass das anstrengend wird. Na gut, dann seht ihr wenigstens mal diese Animation. Requeste! Nein! Ich bin gestorben. Und Mist. Also nicht gestorben, aber die haben mich gefangen genommen. Ach du Scheiße. Ja, komm, mach hin. Oh oh. Das war jetzt der Joke, oder was? Ah, Gott sei Dank geschafft. Ah, ich hasse diese Stellen. Die habe ich, glaube ich, damals auch gehasst. An die konnte ich mich erinnern mit dieser Scheißübung da. Und da ist er. Metal Gear Ray. Ich sammle immer noch Geld auf meinem Spendenkonto, also wer mir Geld geben will, damit ich mir auch einen kaufen kann, immer her damit! Metal Gear. So, dann lass uns doch mal Fotos machen. Huch, nein, mit der Waffe mache ich schlechte Fotos, ich nehme, glaube ich, lieber die Kamera. Damit kann ich umgehen. Ja, gefällt dir? Das ist schön. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade and weapons trade plutonium. So, eins sollten wir von rechts machen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Add metal gear to the mix. The result is the renewed proliferation you see the world over. Good. Sollten wir auch eins von doch eins von vorn sollte ich auch machen. Das heißt, ich muss mich hier weiter lang schleichen. Kamera, wo bist du denn da? Okay. Oh Gott! Nose! Oh my goodness, woher hätte ich das denn wissen sollen? Ey, das Spiel ist schon so lange her, das konnte ich nicht wissen, dass die noch diesen Witz machen. Gut, das heißt, ich werde jetzt ganz schnell die Fotos machen und dann ganz kurz abwarten.
So. Good. Eins von links. Its onboard joint tactical information distribution system identifies. Oh Mann, das ist nicht lustig. And takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon. Oh nein, er hat nichts gesagt. War das jetzt richtig oder nicht? Good. Ah, okay. Nuclear specialists in the black market trade and weapons trade, plutonium, has been fueling a cottage industry in nuclear weapons since late last century. Add Metal Gear to the mix. Das heißt, wenn er momentan mit oder gleich mit seiner Rede aufhört, muss ich mich einfach nur versteckt halten und dann sollte das funktionieren. Ich glaube, er hat gerade aufgehört. Nein, hat er nicht. Ach du Scheiße, da ist ja einer. Ich glaube, ich bleib mal hier stehen. Oder liegen. Oh nein, halt, warte mal, die drehen sich ja auch um. Dann bleibe ich hier stehen. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. Uh-oh. Jetzt kommt's gleich. Let's stretch those neck muscles again. Right. Front. Oh my goodness. Up. Down. Ja, down ist gut. Alle nach unten schauen. Left. Es reicht. Down. Oh Gott, meine Zeit läuft ab. Hallo. Seid ihr fertig? Let's continue. Oh Gott sei Dank. Meine Fresse. This Metal Gear Ray is the prototype. Designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. Oh, goodness. Lass mich einfach in Ruhe. Next generation technology such as C4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again. But Ray is the first to deploy it so fully. Da ist der PC. Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. Ah, da fällt mir ein, ich muss doch noch eins von oben machen. Oder? Ne, beziehungsweise eins von diesem Logo, wartet mal. Ich guck mal, ob ich das von hier hinten machen kann. Oh, seeking to control national affairs to suit its own interests. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, thwarting their plans. Kann ich den jetzt? Freeze. Sorry, dude. This exercise is but a first step towards that goal. The future of the country. Ah, da. Was für eine Stange. Okay, ich denke, das müsste reichen, wenn ich hier hinten dieses... Ich hätte irgendwo hochgemusst, aber wahrscheinlich reicht das schon, wenn ich das da fotografiere. Ja. So, dann hätte ich doch als alles. Ja, ich mache das jetzt hier langsam, weil ich nicht möchte, dass... ich erwischt werde. Und lest euch ruhig durch, was der erzählt. Ich muss es mir auch im Nachhinein durchlesen, weil ich gerade zu konzentriert bin, um hier das mitzuverfolgen. Und ich dem gerade auch überhaupt nicht zuhöre. So, ich sollte den Action-Button drücken. Wo ist denn mein Action-Button? Da ist mein Action-Button. Na, dann schauen wir mal. Schöne Spionage-Action, das ist doch was Feines.